Hallo und somit herzlich willkommen zurück zum kleinen Unboxing hier auf meinem Kanal. Heute geht es um die Oculus Quest 2, welche ich hier habe. In der 128 GB Version. Das Ganze ist ein Standalone-Headset. Von daher braucht man eigentlich keinen PC. Aber ich dachte mir, ich gönne mir auch gleich noch das Oculus Quest 2 Link-Kabel, damit man das Ganze auch am PC verwenden kann und auch etwas mehr Power hat. Von daher würde ich sagen, starten wir gleich ins Unboxing und schauen mal, was alles in der Box hier drin ist. So, da haben wir nun das Ganze. Einmal das Link-Kabel, das schauen wir uns gleich an. Tue ich mal hier beiseite legen. Und dann starten wir gleich mal mit der Oculus Quest 2. Das Ganze kann man im Moment in der Schweiz für 399 Franken kaufen. Also eigentlich recht günstig für ein VR-Headset, was diese Technologie beinhaltet. Zuerst noch kurz zur Verpackung hier auf der Rückseite. Zuerst noch hier kurz zur Verpackung auf der Vorderseite. Oculus Quest. Das schöne Stück abgebildet. Auf der Unterseite nichts Spannendes. Warnungen. Sicherheit und Garantie. Auf der linken Seite auch nichts. Auf der rechten Seite ein kleiner Sticker mit der Modellbezeichnung und Nummer. Und dann zu guter Letzt hier auf der Rückseite hat man schon eine kleine Vorahnung, was das Ganze kann oder was man damit, besser gesagt, spielen kann. Star Wars Tales from the Galaxy Edge, The Climb 2, Jurassic World Aftermath, Beat Saber, Population 1 und Echo. Ist natürlich alles nicht mit enthalten im Paket. Aber trotzdem schön, dass man hier sieht, was man damit machen kann. Dann hier unten Hardware auf einem neuen Level, ein rasend schneller Prozessor und ultra-realistische Grafik bringen dich mitten in die Action. Einfach loslegen, tauche sofort ein in die virtuelle Welt, ohne PC und ohne Kabel und ohne zusätzliche Sensoren. Und abwärtskompatibel, lass es knallen, wirbel durch die Luft und schlag dich durch eine Vielzahl von Spielen für die Oculus Quest. Schön, schön. Nicht weiter interessant, von daher packen wir das Ganze mal aus, wenn ich es denn schaffen würde. So, schönes Oculus-Zeichen, finde ich schon mal gut. Und das ist auch immer schön, wenn sich hier das Ganze öffnet und man das Produkt sofort sieht. Keine Instruktion, was man alles machen muss. Hier unten die Sicherheitslaschen ausziehen, das VR-Headset starten und anziehen und schon kann es losgehen. Was jetzt genau das hier ist, weiß ich nicht. Lassen wir mal. Sei gesagt, ich hatte ja mal die Oculus Rift S, von daher etwas das gleiche Feeling, würde ich sagen. Ich glaube, die sind bloß etwas kleiner geworden. Scheint mir zumindest so. Auch hier das hier der Steuerknüppel recht kleiner als bei der Oculus Rift S. Ansonsten sehr schön. Die Farbe ist nicht wirklich weiß, wie man sieht. Etwas eher so gräulich weiß angehaucht. Finde ich gut. Denn weiß hätte mir jetzt gar nicht gefallen. Lege ich mal hier beiseite. Und dann haben wir hier noch das Headset alleine. Mit einem kleinen Rahmen
wofür der genau ist. Ah, mit einem kleinen Rahmen hier für Brillenträger, damit wahrscheinlich hier der Abstand zur VR-Brille und dem Kopf gegeben ist, damit man die Brille auch nicht zerkratzt oder sonstiges. Lege ich mal beiseite und dann hier schön das Headset alleine. Hier unten das Oculus-Logo, die vier Kameras vorne. Unten hat es jetzt keine Kameras, wie man sieht. Nur Plus-Minus-Wippe. Hier links der Startknopf. Und sonst wäre es das auch schon. Dann gibt es hier noch ein Silikoncover für Leute, die den Stoff hier nicht mögen. Kann man auch austauschen, finde ich gut. Hier drin das obligatorische der obligatorische Schutzhinweis, dass man die Linsen niemals sichtlich in die Sonne halten soll. Und dann hier drin die beiden Linsen, wie man sieht. Ich setze das Ganze mal auf, zum Schauen, wie sich das Ganze so anfühlt. Ist natürlich noch etwas zu groß für meinen Kopf. Stelle ich gleich noch ein. Und dann schauen wir uns das Ganze an. Lege ich auch mal beiseite. Und dann hat man hier noch eine kleine Box. Vielleicht mit den Warnhinweisen, dem Handbuch und Quick Start Guide, würde ich mal sagen. Genau, Safety und Warranty und dem Quick Start Guide. Alles wie gehabt, nichts Spannendes. Lese ich nie durch, aber gut, dass es dabei ist. Und dann hat man hier noch das Ladekabel für das Headset selbst. Oculus Ladeadapter, USB-C, sehr gut. Und ein USB-C Ladekabel von USB-C zu USB-C. Finde ich sehr gut. USB-C sollte heute Standard sein, finde ich. Alles andere ist nicht mehr zeitgemäß. Das lege ich mal wieder zurück. Schließe die Box. Auch die lege ich beiseite. So. Nochmal ein kurzer Recap. Die VR-Brille selbst. Ein Ladeadapter. Das Ladekabel für die Oculus Quest. Ein Silikoncover. Packe ich jetzt nicht aus, da ich das nicht wirklich mag. Ein Brillenspacer oder wie auch hier Glasses Spacer genannt, damit man auch Brillen drunter tragen kann und die zwei Controller. Das alles ist in der Box enthalten. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal weiter zum Oculus Quest Link Kabel und schauen uns das noch an. Das habe ich hier, da ich leidenschaftlicher PC-Gamer bin, dachte ich mir, das brauche ich sofort. Auf der Rückseite nichts Besonderes. Dieses leichte, flexible Headset-Kabel verbindet Oculus Quest 2 oder Oculus Quest mit einem kompatiblen Gaming-PC und ermöglicht den Zugriff auf die Rift-Bibliothek. Da ich die Oculus Rift besitzt habe, habe ich natürlich Spiele schon gekauft auf dieser Plattform. Von daher sehr gut, dass das möglich ist. Auf der Seite nichts Spannendes. Facebook, Marketing Brand, bla bla bla. Vorne schöne Abbildung des Kabels, Link Cable, Typ C auf USB 3, 5 Meter lang sei gesagt.
Braucht man auch. Und dann öffne ich hier mal das Ganze. Auch hier wieder schön mit dem Oculus-Logo. Und dann öffne ich hier das Ganze nochmals. Gut zweimal verpackt. Besser als gar nie verpackt. Und auch hier wieder schöne Produktplatzierung. Das Kabel kommt sofort entgegen. Nehme ich mal raus. Auch hier wieder Quick Start Guide. Nichts Spannendes braucht man nicht. Safety und Warranty, auch das wieder wie immer, wie gehabt. Finde ich manchmal etwas unnötig, dass man nicht so viel Papierkram noch mitliefert. Könnte man ja viel besser machen, irgendwie mit einem QR-Code oder sonstigem. Denn das ist manchmal echt Papierverschwendung, wie ich finde. Aber gut, kann man jetzt nichts dagegen machen. Hier das Kabel selbst. Ich packe das mal aus. Oder versuch's zumindest. Naja, funktioniert jetzt nicht wirklich so, wie ich mir das gedacht habe. Ja, gut, das Ganze geht zweimal kaputt. So. Ein schön kleines Kabel, wie ich finde, nicht zu dick. War bei der Oculus Rift viel anders. Ich hoffe mal, wenn man sich so verdreht, dass es nicht wirklich schnell kaputt geht. Und dann hier einmal USB-C Anschluss auf USB-C Anschluss. Das Ganze steckt man dann in den PC rein, in einen USB-C Anschluss. Ich habe jetzt dreimal USB-C Anschluss gesagt. Gut, damit man es eben mit der Oculus Rift Software, Oculus Software auch verwenden kann und Spiele vom PC auch darauf spielen kann. Gut, ich würde sagen, das war's jetzt mal vom Unboxing. Nun zum Fazit der Oculus Quest 2. Die Verarbeitung ist wie eigentlich immer von Oculus-Geräten recht gut. An manchen Stellen könnten sie noch etwas nachlegen. Zum Beispiel hier gleich an der Seite mit diesem Fabric-Muster, das recht dünn ist. Wird wahrscheinlich nicht lange so schön bleiben. Auch der Headstrap hier mit diesem komischen Band, das man hier einstellen muss auf der Rückseite, finde ich schlecht gelöst. Hätte man auch anders machen können, da war auf jeden Fall der Headstrap von der Oculus Rift S viel besser, finde ich. Aber da gibt es zum Glück ja noch Zubehör.
wie auch hier drin der Schaumstoff, vor allem hier bei der Nase, ist eigentlich recht schlecht bzw. gar nicht vorhanden. Hier liegt die Nase einfach auf dem Plastik drauf, was schnell mal drücken kann, da die VR-Brille doch schon vorne ein Gewicht hat. Was ich recht gut finde, ist eigentlich, dass man hier ein USB-C-Kabel genommen hat zum Aufladen. Somit ist man dem neuesten Standard treu geblieben. Genau. Das Mikrofon ist, naja, recht okay, würde ich sagen. Das Tracking mit den vier Kameras funktioniert recht gut, vor allem mit dem Controller hier. Da hatte ich eigentlich nie Probleme damit. Mit den Händen, also das Handtracking, muss man manchmal etwas schauen, wie die Hände wirklich vor dem Headset sind. Manchmal erkennt das Headset die Fingerbewegung nicht ganz so gut. Das ist aber eher ein Problem mit der Handstellung oder der Sichtweise. Da kann das Headset nicht dafür. Für ein Standalone-Headset ist es wirklich sehr zu empfehlen, finde ich. Vor allem für Leute, die einfach mal so das Headset zu Freunden mitnehmen wollen oder keinen guten PC haben, ist das auf jeden Fall ein gutes Stück Technik. Kann man durchaus machen. Die Controller, wie ich finde, sind auch hier wieder recht gut gelungen. Sind nicht viel anders als von der Oculus Rift S. Etwas kleiner geworden, glaube ich. Wie auch hier, dass der Steuerknüppel ist auch wirklich sehr viel klein geworden, finde ich. Fast schon zu klein. Da kann man jetzt aber nichts ändern. Auch der Button hier für das Menü und für die Oculus-Taste ist auf eine andere Seite gewandert. Finde ich persönlich, ja, nicht unbedingt so gut. Auf der rechten Seite hätte ich es besser gefunden, aber ist natürlich Geschmackssache. Ansonsten, sie fühlen sich recht gut an, liegen gut in der Hand, sind nicht zu schwer und auch nicht zu groß und zu klein. Passendes Format, finde ich. Was man allerdings noch hätte ändern können, wäre natürlich, dass man auch die hier aufladen könnte. Das hätte natürlich eine bessere Auswirkung auf die Umwelt, da man hier immer noch Batterien braucht, was natürlich nicht so gut ist. Ansonsten eigentlich recht gute Controller. Da ist man schon Schlechteres gewohnt. Ansonsten kann ich sagen, das Headset ist für VR-Einsteiger echt gut geeignet. Es ist schön handlich und klein, man braucht keinen krassen Gaming-PC dafür. Man braucht höchstens eigentlich bloß das Smartphone, was so ziemlich jeder hat. Es hat eine gute Leistung und die Features, die es mitbringt, sind wirklich nice to have, finde ich. Von daher kann ich es echt empfehlen. Alle weiteren Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal beim neuen Video. Tschüss!